Warte, schießt du mich gerade an, du Hund? Was schießt du auf mich, ey? Hör auf, mich zu ballern! Alter. Du willst doch gar nicht, dass wir da überleben. Hey Red Trap, ich war heute beim Dings im Tattoo Shop und hab mal mich ein bisschen informiert und so. Ideen sind da. Wow! Alter. Wer auch immer da bei dir gerade ein Taschentuch benutzt, ich wünsche dir gute Gesundheit. Gesundheit, Leo. Damn, du hast Zeichen. Sweet. Der Himmel wird sich teilen. Wir werden sie emporziehen. Sie werden verschlungen und wir werden eins mit ihnen. Vollendet die Kirche. Vollendet dieses Schiff und führt uns heim. Macht uns vollkommen. Niemals. Carver, Sie irren sich. Was? Ja, Isaac, ihn hat man auf der Ishimura ins Hirn geschissen. So oder so, ich werde diesen Shockpoint-Antrieb installieren. Ich lasse nicht zu, dass Sie Ellie töten. Als jetzt Dennis Geisel sterben sollte, war es Ihnen egal. Sie wussten, was auf dem Spiel stand. Es war überhaupt erst Ihre Schuld, dass die Monde erwachten. Ach ja? Arschloch. Ui. Du Arschloch, ey. Dankeschön. Guten Tag, Herrn Füchti. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Wie lief's bei dir? Alles schön durchgeretrot. Geretrötet. Ich muss mir mit seinem WOD nachher mal angucken. Ja. Da! Ja. Wow! Oh, no. Also, wie viele sind das? Zu viele. Gleich mal wieder hochheilen wie eine Banane. Du weißt, was ziemlich geil zwischen uns beiden ist? Du hast ein schönes Messer, ich habe eine schöne Klinge. Jo. Ich bin schön. Hey, Gärmchen, oh. Ray. Nochmal, vielen lieben Dank für deinen Raid. Wie lief's bei dir beim Retro-Gezocke noch? Durchgeretrotet, in den 2020ern angekommen? Wir haben hier offiziell 15 Minuten Credits geschaut. Wenn wir das DLC starten konnten. Darunter. Hallo Fürchti! War super, bin jetzt durch. Oh nice, wie viele Spiele waren das jetzt etwa? So 200. Suchbot wartet an der Bank. Man hört deine Waffe so beruhigend. Ah! Kacke! Es wird schlimmer! Kommen Sie mir lieber nicht in die Quere. Ich will Sie nicht erschießen müssen. Versuchen Sie es, der Arschloch. Wenn es sein muss, mache ich Sie fertig. Kommst du mir einmal falsch quer, ich erschieß dich. Also ich bin durch. Ach so. Das Programm noch nicht. Du bist jetzt stecken geblieben. Brüder und Schwestern. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind sich jetzt sicher. Geld anvertrauten, haben es verprasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Jo, ich wünsche dir, Mikrobe, danke, dass du da warst. Gute Nacht und bis die Tage. Ich bin jetzt 19.8, wenn ich gekommen habe, zum Schluss eine Weile Haufen. Half-Life, sweet, gute Reihe. Good night, Mikrobe. Der Retro-Team geht dann ab 19.90 weiter. Wann geht's weiter? Ach, wieder Samstag. Wahrscheinlich nächste Woche, ne? Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit wird unsere Erlösung sein. Ich hab drauf gedrückt, ne? Wir werden weiterleben. Nicht als Menschen, sondern als Gott. Der Plan war gefährlich, aber einfach. Ich habe einen Adapter gebaut, der den Shockpoint-Antrieb mit dem Reaktor koppelt. Wir dachten, dass wir genug Energie erzeugen können, indem wir den Reaktorkern übersteuern. Ich schätze, wir werden es nie erfahren.
Der Wahnsinn hat uns auseinandergerissen. Ach, wir hörten auf, einander zuzuhören und zusammenzuarbeiten. Das ist eine coole Idee, sehr coole Idee. Mein ganzes Leben begleitete viel, und mich dann kurz vor meinem Tod verlässt. Es gibt keine Hoffnung auf eine Zukunft. Keine Wiedergeburt. Nur den Tod. Für uns alle. Nächster Halt, Konstruktion und da, Reparaturen. Da ist Michael Ortman. Der jetzt ein schönes Loch im Kopf hat. Einer muss. Wir müssen da rein, ne? Aber dann gehen wir hier lang. Ne, geht gar nicht, die Tür ist abgeschlossen. Und Schock. Ich habe keine Torchstange. Ich schon. Was, ich habe keine. Die nächste Bank ist hinter der Tür, ne? Kauf du mal an, ich bleib hier drüben. Angeblich ist die nächste hier. Da ist sie. Hallo. Fürchti, Hallöchen. Hab einer. Du mit deinem 7 Milliarden Wolfraum. Oh. Du kannst zwei Differierungsringen. Feuerrate plus 3 und 3 Clip. Sag ich nicht nein. Drei Feuerrate, 3 Clip. Fürchte, es freut mich aber, dass du so viel Spaß hattest. Ich hoffe, das kommt jetzt immer weiter. Ich hätte gern lieber, ich hätte noch ein bisschen mehr was angeguckt da. Tja, das habe ich einen linken Platz. Und Blabosch hatte recht, ich bin ein verrücktes Huhn. Aber das stört mich nicht. Das wisst ihr ja alle. Ich hab schon alles das Beste drin. Ich auch. Sollte gleich hier sein. Und wenn wir dort sind... Sie irren sich, Carver. Die wollen doch nur, dass wir nach Hause fliegen. Oh, hören Sie sich eigentlich mal selbst zu, Mann. Sie sind total übergeschnappt. Sie werden diesen Maschinenraum nicht betreten. Nur einer von uns verlässt diesen Raum lebend. Das wird Ihr Ende sein, Mann. Ach, du willst mich verarschen. Ich sehe nichts. Warte, schießt du mich gerade an, du Hund? Was schießt du auf mich, ey? Hör auf, mich zu ballern! Alter. Du willst doch gar nicht, dass wir da überleben. Ich geh nur nach Hause. Sie sind tot, Isaac. Haben Sie verstanden? Ich lasse von Ihnen nicht nach Hause führen. Ich werde tun, was ich verdammt nochmal tun muss. Ich finde einen Weg zurück. Nein! Niemand geht von hier weg. Halten Sie einfach still, verdammt! Wenn ich dich in die Finger kriege, ich mach dich fertig. Kann ich nur zurückgeben. Wo bist du? Du bist zu viel. Irgendeiner von uns wird hier sterben. Alter, ich hab wieder AIDS. Mal sehen, ob ich das... Nicht schon wieder! Nein! Wir sind beide hier! Die Erde kommt näher. Selbst jetzt können wir sie spüren. Voller Leben, voller Marker. Aus jeder Welt, die wir verschlingen, erhebt sich ein neuer Bruder und wird vollkommen gemacht. Unser Netzwerk wird wachsen und wir werden ewig leben. Immer noch unverwundbar. Der will mir ans Leder, ich bin gestartet. Der Marker. Er glüht. Ja, oh mein Gott. Schießen Sie auf ihn.
ist verletzt, aber nicht lange. Schießen Sie auf ihn! Wow! Auf den Dude! Oh, der Dodge! Oh nein! Hat hab ich gerade aufs Maul bekommen. Nein, nicht schon wieder! Roll, mit Rollen bist du schneller. Jetzt wird er was von dir. Danke, Red. Keine Problem. Sie können den Propheten töten, aber nicht den Gott. Ihre Chance, die Erde zu warnen, ist gekommen und vergangen. Wir kommen. Wir sind hungrig. Wir sind hier. Wenn er meint, alles ist dasselbe. Sie werden uns finden, uns verschlingen. Wir. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Habe gerade mal nachgesehen, ich habe heute 17 Spiele angespielt. Ja, nice für ich die. Das ist viel, das sind. Alter, kann der mal aufhören zu ragdollen? Okay. Komm, wir haben noch einen Job zu erledigen. Isaac, Sie leben. Ich dachte schon. Sie hatten recht, Carver. Sie hatten recht. Die wollten uns nur aufhalten. Sie wussten von Anfang an, wo die Erde ist. Kommen Sie, wir müssen uns beeilen. Sie sind jetzt dorthin unterwegs. Hey, dann hier. Machen wir es wirklich? Ja, Carver, wir fliegen nach Hause. Und jetzt müssen wir diesen Shockpoint-Antrieb installieren. Let's go. Es tut mir leid, dass ich auf dich geschossen habe. Nee, nee. Nein, alles gut. Alles gut. Jetzt sehen sollen, ich war gerade so richtig im Aim-Modus. Ich habe jeden deiner Schüsse gedodged zu aller Matrix und bin nur zweimal fast gestorben. Stell dir vor, jetzt kriegt jeder von uns den Vollschirm unserer Waffen ab. Was genau machen wir mit dem Schockpoint-Antrieb? Die Ornithologen müssen einen Adapter gebaut haben. Sehen wir uns getrennt um. Die Ornithologen. Da steht auf einem der Ventile Release drauf. Ich höre unten Gestöhne. Ja. Ja, ist unzerstörbar. Okay, mal sehen, was passiert, wenn wir ihn zünden. Ich brauche deine Hilfe hier drüben einmal. Wo bist du? Auf der anderen Seite. Hat mir das Spaß gemacht, fürchte ich. Was willst du? In mir schmatzt. Boah, ist das eklig. Ja, da oben. Yes, what you want. Aha. Wartungsmodus aktiviert. Abschirmung wird geöffnet. Warnung. Reaktor ist aktiv. Schädliche Radioaktivität registriert. Halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand zum Kern ein. Wir müssen da jetzt diese Bälle, glaube ich, reinschießen. Schmeiß rein. Es muss aber erstmal oben ankommen. Funktioniert! Nein! Wir müssen die Leistung verdoppeln! Und wie? Wenn wir ein paar Kraftstoffkugeln finden, können wir sie direkt in den Kern werfen und eine Überspannung erzwingen. Funktioniert das auch? Ja, wenn das Schiff nicht vorher explodiert. Mist! Die Kühlkörper belüften den Kern. Was machen wir jetzt? Auf sie schießen! Wir müssen die Überspannung des Reaktors erzwingen! Reaktorkapazität kritisch. Ah, die Stars mal? Ja. Warnung. Reaktorüberschwemmung. Lüftung initiiert. Lüftung unterbrochen. Warnung. Reaktorkapazität kritisch. Ich habe nochmal gestartet.
Wo musst du rein? Egal, wo ein Loch ist. Da kommt die Mitte gerade richtig für dich. Ah! Warnung! Reaktorüberschwemmung. Tödliche Strahlungshöhen registriert. Bitte umgehend das Schiff verlassen. Die Strahlung wird uns verbrennen. Wir müssen zur Brücke und den Schock initiieren, bevor das Ding sich selbst in Stücke reißt. Wir sollten uns einen Ausgang suchen. Reaktorüberschwemmung. Reaktorüberschwemmung. Tödliche Strahlungshöhen registriert. Zum Glück schützt unser Anzug ein bisschen vor Radioaktivität. Was ist das? Ein Auspuffrohr. Sobald die Türe sich öffnet, aktivieren sie ihre Düsen und dann nichts wie ab zur Brücke. Ausschluss. Oh, vorsichtig vor Feuer. Ja, ich sehe es doch. Kein Scheiß! Fliegen Sie schneller! Was passiert, wenn wir am Bug des Schiffs ankommen? Halten Sie Ausschau nach einem Lüftungsloch. Da müssen wir durch. Ist das überhaupt möglich? Vertrauen Sie mir! Da sind Minen. Hab sie gesehen. Ich schieß drauf. Ab durch die Mitte. Gut zuerst. Oh! Oh, ich war. Boing, boing. Auch in die Luft fliegen. Wir könnten auch wieder von Aliens gerettet werden. Drücken Sie jetzt den scheiß Knopf! Carver. Psst. Hey, Carver. Wir sind fast da. Haben wir es geschafft? Ja. Kannst kaum glauben. Die Schock in 3, 2, 1. Orbitkontrolle der Erde. Hier spricht Isaac Clarke von der CMS Terra Nova. Er bitte Freigabe. Over. Haben Sie auch den richtigen Kanal? Das Ding ist über 200 Jahre alt. Ja, nein, ich habe ihn geändert. Vertrauen Sie mir, es ist der Richtige. EarthGov Kommando, hier Sergeant John Carver. Hören Sie mich? Ist da jemand? Seltsam. Abbauverkehrsnetz, können Sie mich hören? Luna Flugkontrolle, hier ist die CMS Terra Nova. Hört uns denn niemand? Ich glaube, wir sind zu spät gekommen. Aber hey, wir leben noch. Ja, frag nur, wie lange. Nächstes DLC. Es gibt nur eins, leider. Und man kann die Credits nicht überspringen. Ach Mann. Thank you.
Well, wie fandest du das DLC? Sehr geil. Ich muss ehrlich gestehen, die eine Sache da, wo Isaac und Carver in einen Streit verzwickt wurden und dann aber auch uns beide geschossen haben. Das war eine geile Idee. Ist die aufeinander ballen? Mhm. Oh, war echt cool. Vor allen Dingen, die haben sich nochmal hier hingesetzt und gesagt, komm, bevor wir nochmal so eine richtige Ballerbude rausmachen, versuchen wir noch ein bisschen Dead Space rauszuholen. Genau. Und das haben sie gemacht hier. Und mal ein bisschen komische Sachen, die andere nicht sehen. Ein paar kleine Schockmomente. Bisschen was auf Schnauze bekommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Dead Space 4 geben wird. Und wenn, dann ist es wie bei Half-Life, dann sind die Erwartungen viel zu hoch. Das Spiel ist von 2013, das Spiel ist mittlerweile 7 oder 8 Jahre alt. Wenn die jetzt sich in einem vierten Teil hinsetzen, können wir es vergessen. Die Erwartungen sind zu hoch. Das ist wie bei Half-Life 3 dann, dass nie kommen wird. Für 10 Euro ist das eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Aber ja, für 90 Minuten, das ist ein bisschen wenig, finde ich. Ich meine, genau, gut, neue Story, du weißt, die leben noch. Und sie haben nochmal, sagen wir mal, die Terra Nova nochmal als Schauplatz genommen. Genau, nochmal ein bisschen Aids auf Raumschiff verteilt. Aber so muss ich gesagt gestehen, es hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir Dead Space zu spielen. Absolut, war cool. Gerne wieder. Hat natürlich auch anderes wieder. Ja, die Leute werden wahrscheinlich fragen nach Portal 3, nach Portal 2. Oh mein Gott, das wird jetzt. Nein, so ein Co-Part ist gut. Den Co-Part haben sie ziemlich gut hingekriegt, auch wenn da ein bisschen das Dead Space-Feeling verschwindet. Egal. Gott, Nekomovs Köpfen ist reich. Und es war ja auch an einigen Stellen nicht wirklich leicht. Ach, die eine Ding, wo du was hacken musstest, nach dem letzten Stream. Und ich das Gefühl 7000 Gegner hatte. Oder dieses Puzzle da. Oh, ganz ja. Am Anfang war das ja, da muss ich ja so ein Puzzle zusammensetzen und du musst mir den Weg, die ganzen Viecher vom Leib halten. Genau, das meinte ich. Das Problem ist, ich kam von der Konsole nicht mehr weg. Ich glaube aber ehrlich gesagt, Dead Space hat wirklich ein Ende gefunden. Zwar kein gutes, aber glaube ich ein Ende. Das Spiel ist wie in manchen Horrorfilmen, hat einfach diesen Horroreffekt einfach nur. Und dann auf einmal kommt dieses Ende, was du nicht erwartest. Irgendwie, es gibt kein Happy End in solchen Filmen meistens immer. Meistens sterben die Charaktere, oder? Du hast ja gesehen, der ganze Heimatplanet ist schon von Mikromors reingesucht worden. War die nicht schon immer auf der Erde? War die nicht schon auf der Erde? Niemals. Nicht? Im ersten Teil bist du auf der USG Ishimura. Und im zweiten Teil bist du ja nicht auf der Erde, sondern auf der Titanstation. Auf einer Titanstation auf einem Mond sehr westlich des nächsten Saturns. Wo sind wir dann jetzt gestartet? Im dritten Teil? Wahrscheinlich auf irgendeiner Titan Station. Ach so. Auf irgendeiner Kolonie wieder, Außenposten. Weil die Erde ist ja sozusagen komplett erschöpft von ihren Ressourcen. Genau. Deswegen hat man Abbauschiffe gebaut, sie in die unendlichen Weiten des Weltalls geschickt, um dort Ressourcen abzubauen. Und da hat man ja irgendwann diesen Marker rausgebuddelt. Genau. Und verzweifelt haben sich daran geklammert und wollten aus dem Marker endlose Energien und alles rausziehen. Aber was sie nicht wussten ist, dass ja der ganze Marker waren ja Tod, Verwirrung und alles Mögliche noch hervorführte und zudem noch eine neue Religion einberufte. Kommt die Religion jetzt, die mit sich Hände abschneiden. Ja, Unitology ist eine sehr kranke Religion. Auf die Ishimura merkst du es und einmal auf der Titan Scroll merkst du es noch einmal. Oh ja. Weil du dann nochmal durch die ganze Kirche laufen dürftest.
Ich weiß nicht, wie oft ich Dead Space 3 durchgespielt habe. Jetzt glaube ich, es müsste es ungefähr mein 6. Mal sein. Oha. Aber es macht auch nur so viel Spaß, wenn man jemanden vernünftig an seiner Seite hat. Absolut. War cooler Part mit dir. Kann ich nur zurückgeben. Ich habe so lange nicht mehr mit so viel jemandem Spaß gehabt, mit so ein gutes Kurvspiel zu spielen. Boah, wenn es ums Geschrei geht. In dem bin ich super. Du vertonst doch schon Filme. Für 5 Euro. Hast du noch ein bisschen Kraft oder machst du aus? Kommt drauf an. Für Battlefront? Ich muss erst morgen später anfangen. Ein bisschen Zeit hätte ich noch. Es kommt nur auf dich an. Ja, wenn ich noch kurz aufs Klo und so kann, dann ja. Ja, sicher. Dann geh aufs Klo, die Credits dauern eh noch einen Moment. Jo. Aber die wichtigste Frage ist eher, ob es jetzt den Zuschauern gefallen hat, was wir hier abgelegt haben hier. Also uns hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Du lädst dich einfach dabei ein, ne? Obwohl man dich nicht fragt. Natürlich kannst du mitkommen, ey. Ich bin bei Battlefront dabei. Kannst du ruhig mitmachen. Alles gut. Fürchti, möchten Sie vielleicht noch ein bisschen mitmachen oder sind Sie zu müde von Ihrem Retro-Stream? Kam gerade rein und dann höre ich, dass du Battlefront spielen willst. Ich habe nur Red gefragt, ob er noch Zeit und Lust hat. Das ist das Problem, weil ich muss morgen arbeiten, Kaki. Wie gesagt, ein bisschen Zeit hätte ich noch und ich würde auch es begrüßen. Wir müssen jetzt nur warten, bis die Credits hier durchgelaufen sind. Wir kriegen übrigens noch Unterstützung, so einen Kackstift kriegen wir noch, Kackbratze kriegen wir noch. Oh Gott, es kommt wieder der Musiker. Der hat sich einfach so eingeladen. Alter, jetzt kriegen wir wieder AIDS. Aber ehrlich gesagt, für 10 Euro, für 90 Minuten, da kriege ich manchmal ein bisschen mehrere, bessere DLCs. Ich meine, es ist ein Spiel, es ist ein gutes DLC, auch wenn es kurz ist. Mhm. Ich meine, du wurdest schon viel mehr von Full-Price-Games verarscht, glaube ich. Ja, das kenne ich. Und EA hat sich dann nochmal ein bisschen hingesetzt, wenn ich es nochmal... Ja, jetzt noch. Das war aber auch schon länger her, dass sie das mal gemacht haben. Wir sind im Discord. Ja, aber er kann da nicht rein. Warte, soll ich den Kanal setzen? Ich ziehe ihn rein. Lass mir eben noch die Credits durchziehen und dann, dann kann er gleich reinkommen. Ha. Ja. Aber war ein sehr schönes Spiel. Vor allem jetzt auch das DLC hat doch was Schönes dazu beigetragen. Wie viele Stunden hatten wir jetzt? Wir haben 16, 15 an der Main Story. Wir hatten 10 in der Main Story, als wir das mal gestartet haben. Da waren wir 66%. Ich würde jetzt sagen, wir sind um 20 Uhr gestartet. Und um halb zwei waren wir fertig. Kommt ungefähr hin. Also wir haben nochmal ungefähr 5 oder 6 Stunden draufgelegt. 16 Stunden für ein Spiel. Und dann noch ein DLC, 1,5. Sagen wir 18 Stunden insgesamt für alles. 16 Stunden plus nochmal 90 Minuten. Also sagen wir rund roundabout 18 Stunden haben wir jetzt insgesamt gebraucht, um Dead Space 3 durchzuspielen. Ja, und wir sind nicht durchgerammt. Also. Außer bei einer Stelle vielleicht. Ja, da waren auch die Kack-Necromorphs, die unkillable waren. Nee, das nicht. Ich spreche von der einzigen, die zum Kommandoturm, wo wir da durchwaschen mussten. Aha, ja, okay. Ich fand jetzt auch die Waffen am Schluss geil, dass ich mich nochmal hingesetzt habe und eine neue Waffe zusammengeschustert habe. Es ist sowieso eines der revolutionärsten Spiele überhaupt, dass du überhaupt deine eigene Waffe bauen darfst. Oh ja. Dir doch einfach sagen können,
hey, hier gibt es wieder einen Shop, ihr könnt Credits wieder sammeln ohne Ende und dann könnt ihr die Waffen nach und nach wieder mit Energieknoten wieder verbessern. Würde es auch geben. Aber dann müssen sie aber das Arsenal ordentlich vergrößern. Aber ich feiere es auch mit den Platinen, die man jetzt zum Schluss freigespielt hat, dass du die auch bauen kannst, dass sie aber einfach ultra teuer sind. Vor allem das Spiel belohnt dich ja auch wenigstens dafür, dass du diese Artefakte einsammelst. Ich habe die alle gefunden und auch alle Logs. Ist selten, dass ich im ersten Playthrough alles finde. Auf der Xbox 360 gab es aber einen Bug. Der hat genervt, aber richtig. Was für ein Bug? Es kann zum Beispiel passieren, dass auf der Xbox 360 gewisse Nebenmissionen überhaupt nicht zur Verfügung gestellt wurden, obwohl du daran vorbeigelaufen bist.